Hallo, hier ist die Eva Glate-Braun aus Ulm. Ja, ich bin hier im Hof der Stadtbibliothek Ulm. Die Stadtbibliothek gibt es noch gar nicht so lange. Sie hat, als sie gebaut wurde, eine Riesendiskussion ausgelöst unter den Ulmern. Im Moment wird sie aber ganz gut angenommen, denn es gibt einige interessante Dinge, die zu entdecken sind. Dieser Hof, in dem wir sind, das ist dem römischen Forum eigentlich nachempfunden und ist kulturell eigentlich auch ein Schatz, der noch gehoben werden sollte. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das eine oder andere Konzert nämlich hier stattfindet. Im Moment ist hier an jedem Samstag Kindertheater und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache und jeder sollte einfach sich eingeladen fühlen und mit den Kindern vorbeikommen. Ich bin jetzt mal beim Thema Kultur. Für wen ist Kultur eigentlich da? Wir leben in einer Stadtgesellschaft, in einem Land, in dem es eigentlich sehr viel gibt an Kultur. Es gibt Stadttheater, es gibt freie Initiativen. Aber für wen ist es? Eigentlich sollte sie doch für alle da sein. Ja, diese Frage haben wir uns auch gestellt, als wir im Jahr 2012 die Kulturloge ins Leben riefen. Die Kulturloge beschäftigt sich damit, Kultur für alle erlebbar zu machen, alle Menschen ins Theater, ins Kino oder in die Ausstellung zu bringen, damit jeder selbst entscheiden kann, ist das was für mich oder mache ich doch lieber was anderes. Aber jeder sollte doch die Chance haben, für sich selbst zu entscheiden, nicht wahr?